Hallo Leute und willkommen zu einem aus der Reihe folgenden Video. Bevor ich allerdings mit diesem Video anfange, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, habt ihr wieder Lust auf einen Kommentare mit Knaller-Kommentier-Video? Wenn ja, dann lasst mich das gerne über die Kommentarfunktion wissen. Und jetzt kommen wir wieder zum Hauptthema. Und zwar habe ich mir vor kurzem diese 6 Packungen Jelly Beans über Amazon gekauft. Hier bitte kinderfreundliche Musik einblenden. Diese Jelly Beans schmecken manchmal wie gewohnt gut. Allerdings eher meistens zum Erbrechen. Und wenn wir schon beim Thema Erbrechen sind, der Meister der Übergänge. Dieser hier zum Beispiel schmeckt wirklich nach Erbrochenem. Ah, ich probiere ihn mal. Ja. Das macht jetzt sicher das ganze Video lang so durch. Hier seht ihr übrigens auf der Seite alle Geschmäcker. Wie ihr vielleicht auch seht, sind die blauen zum Beispiel eigentlich immer gut, denn Zahnpasta ist meiner Meinung nach kein ekliger Geschmack. Und die hier schmecken meiner Meinung nach immer eklig. Und ich finde persönlich, Popcorn mit Butter ist kein allzu gut schmeckender Geschmack. Komm, das war Zahnpasta. Ich probiere jetzt ein paar dieser Jelly Beans und dann hatte ich diese Idee, diese Jelly Beans einfach, also ein paar Kisten einfach in den Mixer zu tun und die dann zu mixen und dann zu trinken, logischerweise. Ich probiere jetzt einfach jeden einmal. Jetzt noch einmal den grünen. Keine Ahnung, ich schmecke nichts. Und dann nehmen wir die weißen. Das ist Kokosnuss und keine vollgeschissene Barbie. Unterwäsche. Die braunen, das kann jetzt entweder Schokoladenpudding sein oder Hundehaufen. Jetzt probiere ich diese. Das kann jetzt entweder, keine Ahnung, was das kann sein. Schmeckt gut. Jetzt noch dieser. Da habe ich wieder den ekelhafteren erwischt. Und jetzt noch zu guter Letzt dieser eine, der immer eklig ist. Popcorn. Okay, ich nehme noch 2 blaue und dann gehen wir das mixen. Bis dahin. Okay, ich bin jetzt in meiner Küche angekommen. Ich mache jetzt Jelly Beans rein. Wow. Ich mache jetzt alle Packungen rein. Übrigens, wenn ihr noch ein paar Ideen besitzt, was ich mit diesen Jelly Beans machen könnte, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann noch dieser hier. Okay, ich mache jetzt einfach ein wenig Milch rein und dann glaube ich, ist das genug. Ich gehe noch ein wenig Milch dazu. Ich habe jetzt übrigens noch immer diesen Kurzgeschmack vom ersten Jelly Bean in meinem Mund. Und noch ein Eis. Und los geht's. Das riecht jetzt gerade anormal nach Kotze. Das ist schon anormal. Und ich muss auch noch gleich mich erbrechen. Ist da Kohlensäure drinne? Schau mal an. Sieht ihr, wie das so sprudelt die ganze Zeit? Das ist schon genug. Ich habe gerade eine richtig geile Idee. Und zwar mache ich das hier in recht in so ein Eisbeutel. Und beim letzten Jelly Bean Video schaue ich mir das einmal an.
Ich hatte gerade eine neue Idee, und zwar mache ich mir einfach Eiswürfel aus diesem guten Mix. Okay, ich mache das hier jetzt in den Tiefkühler. Und das trinke ich jetzt. Hä? Seht ihr diese Schicht? Also oben ist Milch und unten hat sich Teil der Jelly Beans heraufgesetzt. Und jetzt weiß ich, wie sich Manuel immer nach den Challenges gefühlt hat. Das ist gar nicht so schlecht. Es schmeckt relativ sehr nach Zahnpasta und der Nachgeschmack nach einem Bruch. Ja, gut. Und noch mehr nach einem Bruch. Das war jetzt das spektakuläre Ende dieses Videos. Wisst ihr, hier ist ein Video, hier ist ein Video. Hier ist eine Playlist und hier ist der Kanal und tschüss.